Jeder Mensch möchte lange leben, aber nicht unbedingt älter werden. Wenn du wissen willst, wie man sehr lange leben kann, dann schau dir jetzt dieses Video an. Von einer Frau, die über 100 Jahre alt wurde, bis zu einem Mann auf Nummer 1, der ein wirklich hohes Alter erreichte. Abonniere am besten gleich unseren Kanal und viel Spaß beim Gucken. Thekla Junjewitsch. Hast du schon jemanden getroffen, der über 100 Jahre alt war? Heute lernst du einige kennen, darunter Thekla Junjewitsch. Eine zähe alte Dame aus Polen, die kürzlich ihren 114. Geburtstag feierte. Sie ist die älteste lebende Frau in Polen, die drittälteste Person in ganz Europa und steht auf Platz 8 der ältesten noch lebenden Menschen der Welt. Im Ersten Weltkrieg verlor sie ihre Mutter, kurz nachdem sie im Alter von 21 Jahren Jan Junjewitsch geheiratet hatte, einen 22 Jahre älteren Mann. Trotz des großen Altersunterschieds war es eine glückliche Ehe. In den Jahren 1928 und 1929 bekamen sie nacheinander zwei Töchter. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ja, sie erlebten beide Weltkriege, zog sie mit ihrer Familie nach Gleiwitz. Bis zum Alter von 103 war sie noch in der Lage, Lebensmittel einzukaufen und für sich selbst zu sorgen. Jetzt, da sie etwas älter ist, braucht sie ein wenig Hilfe. Diese Omi wird fast nie krank und nimmt kaum Medikamente, nur ein paar Vitamine. Und wenn du bei 10 Grad frierst, reißt Oma Thekla ein Fenster auf. Nun, wenn man zwei Weltkriege überlebt hat, ist eine kalte Brise ein Kinderspiel. Marie-Louise Tatterot. Marie-Louise Tatterot ist eine weitere alte Dame, nur ein paar Wochen jünger als Thekla. Kürzlich feierte sie auch ihren 114. Geburtstag. Die Französin war das jüngste von 5 Kindern und verließ die Schule, um ihrem Vater zu folgen. Er arbeitete als Bergmann. Die Familie ließ sich in Clermont-Ferrand nieder. Marie-Louise war eine harte Arbeiterin, die 13 Jahre lang für die Firma Pajon und dann 34 Jahre lang in einer Papierfabrik in Mont-Louis arbeitete. Sie ging in den Ruhestand, als sie 65 wurde und war eigentlich überrascht, dass das normale Rentenalter 62 Jahre betrug. Man kann sagen, dass sie gerne gearbeitet hat. Sie hatte keine eigenen Kinder, aber sie zog eine Nichte auf, die mit 7 Jahren ihre Eltern verlor. Auf diese Weise war sie für jemanden eine Mutter. Derzeit lebt sie in einem Altersheim. In ihrem fortgeschrittenen Alter steht sie an dritter Stelle der ältesten Menschen Frankreichs. Ist also harte Arbeit das Geheimnis für ein langes Leben? Was meinst du? Bessie Camp. Als Bessie Camp noch am Leben war, behauptete sie, das Geheimnis eines langen Lebens zu kennen. Ihr zufolge waren das harte Arbeit, nette Menschen und gutes Essen. Sie wurde am 20. Juni 1904 in Stockton-on-Tees in der Grafschaft Durham in England geboren und starb 2018 in Rotherham, Yorkshire. Sie erreichte ein wunderbares Alter von 113 Jahren und 325 Tagen. Sie war Krankenschwester. Einer ihrer prominentesten Patienten war William Hague als Baby, ein bekannter britischer Politiker. 1949 heiratete sie John Camp. Leider hatte das Paar keine Kinder. Als Bessie im Juni 2014 ihren 110. Geburtstag feierte, wurde sie die älteste noch lebende Person in Großbritannien. Könnte Bessies Theorie von harter Arbeit, guten Menschen und gutem Essen wirklich das Geheimnis eines langen Lebens sein? Was glaubst du? Richard Overton. Bisher haben wir Menschen gesehen, die so alt wurden, dass sie beide Weltkriege erlebt haben. Richard hat die Weltkriege nicht nur erlebt, sondern auch in ihnen gekämpft. Der älteste Veteran Amerikas, der im Zweiten Weltkrieg gedient hat. Im Jahr 2012 war er zudem der drittälteste Mann der Welt. Er starb im erstaunlichen Alter von 112 Jahren. Richard wurde 1906 geboren, einige Zeit bevor die Titanic ihre berühmte Reise antrat und bevor es die beliebte Ball-Drop-Tradition am Times Square gab. Er war der Enkel eines Sklaven und wuchs in einer der dunkelsten Zeiten Amerikas in Texas auf. Seine militärische Karriere begann im September 1940 in San Antonio.
Dieser Superalte war dafür bekannt, Zigarren zu rauchen und Kaffee mit einem Schuss Jack Daniels zu trinken. Er machte oft den Witz, dass diese beiden Dinge seine besten Freunde seien, da ihn alle sonst im Stich ließen. Er rauchte Zigarren ab 18, ohne zu inhalieren. Nur ziehen und den Rauch ausblasen, sagte er. So verbrauchte er 12 Stück am Tag. Zigarren und Whisky im Café. Ein sonderbares Geheimnis für hohes Alter, oder? Um lange Freude an unseren Videos zu haben, brauchst du uns nur zu abonnieren und den Daumen nach oben anzuklicken, wenn es dir gefällt. Chitetsu Watanabe. Nicht wütend werden und immer lachen. Das sind die Ratschläge, die Chitetsu Watanabe denen gab, die so lange leben wollten wie er. Der Japaner erreichte 112 Jahre. 2 Wochen vor seinem Tod wurde er am 12. Februar 2020 in die Liste der Guinness-Weltrekorde aufgenommen und erhielt den Status des ältesten Mannes der Welt. Watanabe konnte dank seines fröhlichen und positiven Charakters sein hohes Alter erreichen. Er wurde 1907 in Niigata geboren und war das älteste von 8 Kindern. Nach seinem Abschluss an der Landwirtschaftsschule hatte er eine Stelle in einer Zuckerplantage, was ihn dazu veranlasste, nach Taiwan zu ziehen. Dort lernte er seine Frau kennen, mit der er 5 Kinder, 2 Enkel, 16 Urenkel und ein Ururenkelkind hatte. 1944 diente Watanabe am Ende des Zweiten Weltkriegs als Soldat. Das Leben nach dem Krieg war in Japan nicht einfach. Es war schwierig, für 5 Kinder zu sorgen. Trotz allem blieb er positiv. Glücklicherweise fand er eine Stelle in einem Landwirtschaftsbüro, wo er bis zu seiner Pensionierung weiter arbeitete. Bis er 104 Jahre war, pflanzte er im eigenen Garten. Er war auch in der Bonsai-Kunst bewandert und bestritt Ausstellungen. Der alte Mann war sehr beschäftigt. Auch im Altenheim war er aktiv, beteiligte sich an Gymnastik, Origami und Kalligrafie. Der alte Mann war auch eine Naschkatze. Ohne Zähne genoss er am liebsten einen weichen Pudding. Trotz Notlage aktiv zu bleiben und immer zu lachen, waren also die wichtigsten Dinge für Watanabes langes Leben. Willst du dir daran ein Beispiel nehmen? Und nun wollen wir dir die Geschichte des ältesten Mannes der Welt erzählen, der vor seinem Tod das Schweigen brach und sein Geheimnis enthüllte. Hier ist Li Ching Huan. Wenn wir dir das Alter dieses Mannes nennen, wirst du uns nicht glauben. Es scheint so unwahrscheinlich, dass es nicht wirklich wahr sein kann. Dennoch wollen wir mit dir diese bizarre Geschichte über den ältesten Mann der Welt, der 256 Jahre alt wurde, teilen. Was, 256 Jahre? Du hast richtig gehört. Es gibt allerdings keine offizielle Bestätigung seines Alters. Alten Archiven zufolge wurde Li Chenghuan 1677 geboren. Li selbst sagt, er sei 1736 geboren, wäre also nur 197 Jahre alt. Nun, wenn man so alt ist, kann man sich über das tatsächliche Datum seines Geburtstages ganz schön täuschen, nicht wahr? Beide Zahlen, ob wahr oder nicht, liegen aber weit über dem Durchschnittsalter einer Person. Der Mann lebte fast sein ganzes Leben in den Bergen und war ein Alchemist. Er sammelte und verkaufte Heilkräuter. Das soll nach seinen Angaben das Geheimnis seines hohen Alters gewesen sein. Kannst du erraten, wie oft dieser Mann in all den Jahren verheiratet war? Archiven zufolge war dieser alte Mann zwischen 14 bis 24 Mal verheiratet. Das müssen eine Menge Hochzeiten gewesen sein. Aber 256 Jahre allein zu leben, kann zu einer einsamen Existenz werden. Warum also nicht 24 Mal heiraten? Rate mal so aus Spaß, wie viel Nachkommen er hatte? Angeblich 180 Kinder. Wenn es damals das Guinness-Buch der Rekorde gegeben hätte, hätte Li Ching-Huan sicherlich einen Rekord aufgestellt. Li starb am 6. Mai 1933. Obwohl sein Alter nicht offiziell bestätigt wurde und kein Filmmaterial existiert, verblüfft uns die Geschichte von seinem absurden Alter weiterhin. Könnte das tatsächlich so gewesen sein? Was meinst du?
Wir freuen uns auf deine Antwort in den Kommentaren. Welcher dieser alten Menschen hat dich inspiriert, lange leben zu wollen? Übrigens, je mehr Abonnenten wir haben, desto besser kann unser Kanal weiter wachsen. Tu uns also bitte den Gefallen und melde dich noch heute an. Bis zum nächsten Video.